Ein Sardin! Ja! Ein Sardin! Echte Harzer Bachforelle. Das ist der Wahnsinn. Weicheier bleiben, so wird er natürlich an Land. Also, aber wir kämpfen uns hier durch, Heinz. Ne? Immer auf der Schulter. Immer auf der Schulter. Und schießen lassen. Ja, das ist doch kein Mann, ist das ein Ding! Du, das ist das, Heinz, wofür ich lebe, weißt du? Legende Martin Kahn. Der Star ganz privat. Materia gerade auf der Showbühne vor 30.000 und jetzt mit uns auf Angeltour. So, Mann, ich hab dir erstmal was Warmes mitgebracht. Danke, deswegen hab ich extra so ein T-Shirt. Ja. Was ist heute, Rock'n'Roll oder was machen wir heute auf dem Bodden? Das Hacki erstmal. Hacki, ja. Martin, wenn wir loslegen, heißt das? Route raus. Der Sport beginnt. Hau rein, los, komm, ab die Post. Das geht schon, Martin. Lass uns unten lang. Diesmal sind wir auf Rügen, Deutschlands größter Insel, unterwegs. 3 Tage wollen wir angeln. Vom Boot aus auf der Ostsee und auf dem großen Jasmunder Bodden. Hacki, Stefan Hackbart und sein Freund Martin Lazzini, einer der bekanntesten Rapper in Deutschland. Absolute Kenner des Reviers. Wir wollen jetzt einen schönen Hecht aus dem Flachen fangen. Ungefähr 1 Meter Wassertiefe, 80 cm bis 1,20 Meter. Kraut, wir brauchen Kraut. Den Heinz-Blinker. Und was ist dein absoluter Favorit hier für Hecht? Ködermäßig? Ja. Gummifisch. Gummifisch, 16 cm, 18 cm. Also da ist und er. Natürlich der Heinz-Blinker. Der hat tatsächlich. Wenn Sonne ist, hier schon mit Glitzer, ja. Grün Glitzer, ist es ein bisschen trüb. Warum soll er nicht fangen, Heinz? Hier fängt ja jeder. Wir fangen so ein bisschen mit Farben. Ja. Ich nehme einfach euren Köder. Ich habe auch welche mit. Und ab 5 und 7 Gramm Bleiköppel, weißt du? Das war Zonka jetzt, ist ein super Köder. Anfänger wirft. Ja. Hacki war 1996 der erste Angelguide hier auf Rügen. Der Wind ist grauenvoll heute. Ich finde es ja toll. Wir haben Sturm und es ist sehr, sehr unangenehm, dass wir seitlich zum Wind werfen müssen. Aber jetzt seid ihr da, jetzt können wir auch nichts anderes machen. Ne, als nur alle. Einfach reinwerfen. Immer nur reinwerfen und irgendwann zappelt man so ein Tierchen dran. Ne? Also mit kontrollierten Angeln hat das hier heute gar nichts mehr zu tun. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Tage. Die sehen vom Wind her deutlich, deutlich besser aus. Hier sind schon Hechte von 1,30 Meter gefangen worden. Fisch! 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 Yeah, Horst, yeah, Horst. Warte. Ganz ruhig, Leute. Hier angelt ihr nicht mit Studenten. Das ist so, jetzt erstmal Konzentration, er muss erstmal an Bord. Ja, ganz ruhig. Ich hab ihn schon gesehen. Da ist er! Oh! Da ist der Fisch! Oh Gott! Ruhig, Bremse gut, alles gut? Das ist ein guter Fisch, Alter. Das ist richtig guter Fisch. Ist das, hast du gesehen, wie der gesprungen ist? Ja. Das ist unser Fisch. Komm. Zieh langsam über den Kescher. Ja, ganz ruhig. Horst, ein schönes Ding. Er hat ihn noch weggenagelt, du meine Güte. Du? Deswegen hast du den Köder gekriegt. Jawohl! Petri! Ist das ein schöner Fisch? Und deswegen hast du den Köder bekommen. Auf Ansage. Ist das toll. Super, ein schöner Hecht. Und den hat er weggelurcht. Wie war der Biss? Hammer. Geil weggehauen. Gummifisch weggehauen. Deswegen, dieses Goldene, wenn die Sonne oben ist, dieser Köder, wenn der so Goldglitter drin hat. Erfahrung zahlt sich aus. So, Leute, jetzt machen wir erstmal den Fisch. Mach mal bitte Bügel auf. Ja, hab ich. Kommst du mir? Wir messen den auch gleich mal. Aber ich will mal sagen, guck mal, der ist nicht so fett. Aber der hat 90, lang. Hat er. 90. Einmal hoch und dann quer. Machst du auch eins, Hagi? Alles klar. Gut. So. Feuerfrei. Petri. Das ist schon sehr flach los. Hagi, du sagst Spin-Stops machen, ne? Ja. Du bist schon zu schnell mit der Übersetzung von deiner Rolle. Ja, genau. Versuch mal unter die Welle zu kommen. Das ist ganz wichtig. Das ist mein allererstes Boot. Das ist die Mary Jane. Okay. Und dieses Boot ist eine Legende. Also ein ganz tolles Angelboot. Sehr klein. Wir sind ein bisschen viele für das kleine Boot, aber wir lieben es. Und es bringt immer den Fisch, wie wir gerade gesehen haben bei Horst. Hast du eigentlich mal ein Lied geschrieben für Mary Jane? Hab ich ja. Ehrlich? Ja, natürlich. Also sehr viele sogar. Aber meist immer versteckt in den Texten, dass es keiner mitbringt. Ja. Genau. Da! Das war ein schöner, ein richtig schöner, du. Leider war Hecht, Junge. Oh, verdammt nochmal.
Das war eine schöne Mobi. Guck mal, hat er schon reingezwickt, du? Porsche. So, Horst, weiter geht's. Wird der Wind noch weniger, oder? Wir werden nachher bei einer Sturmstärke einlaufen müssen. Echt? Ja. Ach, hör auf. Doch, das ist mein Ernst. Warum soll ich die Welt denn schöner machen, als hier ist? Windstärke 6. Aber wir geben nicht auf. Martin will's wissen. Wenn nichts geht, geht Forelle. Ich glaube, der Hecht weiß auch, dass die Forelle einfach lecker ist, oder? Wir haben so wenig Platz hier. Hecht, kann man. Da. Kleiner. Aber direkt erster Wurf mit der Forelle. Wenn ich sage, nichts geht, dann geht die Forelle. Der erste Wurf. Leute. Immerhin. Petri. Mann, Petri. Schöne Dauerforelle hat sie. Handlandung hier jetzt. Nein. Vorsicht, 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 Vorsicht. Von Magen vor die Kamera halten Sie. Und da geht er wieder. Genau so wollen wir das sehen. Erstmal warm angeln und dann kommen die großen Bullen. Erster Wurf auf die Forelle. Ich sag's dir doch. Das Schöne beim Angeln, man redet auch viel über Privates. Die Fußballkarriere von Martin beim FC Hansa zum Beispiel. Dort wurde er zum Jugendnationalspieler, bis er als Model nach New York ging. Ja, dann war es natürlich totaler Scheiß. Das wusste ich natürlich auch, aber ich habe dann so abgewogen. Ey. Ich kann jetzt in New York wohnen mit 18. Ich habe immer gedacht, ich habe immer so gesehen, wenn ich es nicht mache, dachte ich, ich kriege einen Kreuzbandriss. Dann habe ich mich gesehen mit so 200 Kilo. Da ist er! Da ist ja! Er! Oh! Oh nein! Oh, schon nein! Wieder ab. Ich glaube, es liegt daran. Hängen die nach unten den Rilling. Ja, aber das. Ich, guck mal, hier hast du noch so ein Ding, so ein Safer, weißt du? Und wenn ja, er den. Ich würde den Drilling nach unten hängen. Ja, aber das klappt ja auch so immer. Aber der kann sich nicht lösen, meinst du, ne? Ja. Ja. Das ist es. Scheißding. Komm, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das war ein richtig geiler Fisch. Ich freue mich jetzt schon so doll auf morgen. Weil morgen werden wir richtig viele Fische wieder fangen, glaube ich. Aber bevor es am zweiten Tag wieder rausgeht, wollen wir noch Martins Alpakas füttern. Zunächst werden uns die Tiere mal vorgestellt. Das ist Taco, das ist Taco und das ist Freddy. Das ist übrigens Sigi, Vater von Martin. Hallo. Wohnt hier auch, ein begeisterter Angler. Du hast Martin das mal beigebracht, das Angeln, ne? Ja, als er ganz klein war. 4 Jahre hat er seinen ersten Fisch gefangen. Ehrlich? Ja. Und wie hat er so geangelt damals? Ich meine, jetzt angelt er wie ein Hammerwerfer manchmal, so rustikal, ne? Hat er damals genauso gemacht. Echt? Da war ein Biss, dann hat er diese Bambushute hochgerissen und da war eine Rotfeder dran und der hat das ganze Dorf zusammengeschrien vor Freude. So, wir wollen ja nachher noch mal raus auf den Bodden zum Angeln. Aber erstmal wollen wir mal Lemmy und die anderen Alpaktun, die was, kann man rangehen? Die spucken, ne Heinz? Spucken die, oder? Nur der Schwarze, aber wenn du da nicht dicht dran gehst, dann passiert nichts. Die anderen spucken nicht? Nö. Musst du einfach vors Maul halten. Lemmy, komm her. Lemmy. Lemmy. Hallo Lemmy, wie geht's dir? Na, fangen wir heute einen Hecht oder nee? Du, nee, der ist mir ungeheuer hier. Das tut aber nichts. Das tut aber nichts. Siehst du, Heinz hier, du musst das richtige Feeling haben, wie beim Angeln. Ja, Horst, Feeling. Für mich ist Angeln Medizin, Stressabbau. Und für Martin? Martin, was bedeutet Angeln für dich eigentlich? Oh. Das sind schon viele, viele wichtige. Also erstmal bedeutet es natürlich, wie man aufgewachsen ist, wo man herkommt. Mein Opa war Fischer, mein Vater war Seemann. Oder ja, klar, war Seemann. Und wir haben alle geangelt. In Warnemünde, an der Mole. Haben wir angefangen an der Warnung mit meinem Bruder auf Aal. Das bedeutet natürlich auch, wenn man so ein bisschen stressigen Alltag hat und natürlich viel unterwegs ist die ganze Zeit, ist das ziemlich das Allerschönste, was man machen kann. Nichts anderes hat dieses Gefühl in mir erzeugt, wie dieses Vergessen von all den Stress, all die Probleme, all der Wahnsinn und den Druck, den man auch hat. Das ist Na, aber da muss ich dir recht geben, Martin. Also mir geht es genauso, was du, sobald ich auf dem Wasser bin, ist der Kopf leer. Keine Sorgen, nichts belastet dich. Du bist nur noch auf den Fisch fixiert. Die einzige Angst, die man hat, ist, dass der Kumpel mehr fängt. Ja, genau. Erster Fisch war ein Rotauge bei mir. Ja, bei mir auch. Ja? Was war dein erster Fisch, Horst? Auch Rotauge. Haki? Barsch. Wow, gleich ein Räuber? Nee. Ja! Da ist er! Da ist er! Und wieder hat ein Hecht auf Gummifisch gebissen. Hier. Oder hab ich. Hast du. Lass mir wieder vor. So. Zu klein. Der kann noch wachsen, hat noch kein Maß.
So, Petri. Petri, Baden. Baden. Oh, danke. Jawohl. Ich glaube, das ging eigentlich nie ums Fangen. Also mein Vater und ich waren mehr im Fischladen, als dass wir was gefangen haben. Ihr habt einen Rotbarsch gefangen in Güstrow? Wow. Also wirklich, wir waren immer im Fischladen. Das ist auch eine geile Geschichte, dass ich dann dachte, dass mein Vater, so dass ich ein kleiner Junge war, dachte ich halt, mein Vater sagt das, um mich halt zu schützen, dass ich nicht traurig bin, weil ich nichts gefangen habe. Und dann vor einem Jahr habe ich mit meiner Mutter darüber geredet. Mein Vater hat das nie aufgelöst. Nee? Nee. Haben einfach, waren immer im Fischladen. Ist das nicht herrlich? Unser Angeltour mit Marten wird immer persönlicher. Ich muss hier den Heinz Blinker jetzt ausfischen hier. Wir können über fast alles reden und ein bisschen träumen. Und die Ruhe genießen, aber nicht lange. Da ist er! Jetzt hast du Gott. Hoch, sei hoch, es hoch! Gegangen. Jawohl, hoch! Sei es gegangen. Auf mit Heinz! Blinke. Ah, jawohl! Oh. Mit Heinz! Auf Heinz Blinker. Mann, Wahnsinn. Oh. Der ist so klein, der ist in die Maschen gerutscht. Ist das nicht schön? Da ist er. Da ist er! Immer wieder Überraschungen. Also ich habe das Gefühl, jetzt gleich knallt es. Aber es war noch nicht so, aber... Sind das diese? Wenn wir jetzt eine halbe Stunde noch haben und einen großen Fisch wollen, müssen wir jetzt mal alle was ändern. Horst, gib mir mal ein Maps. Hör doch mal auf, jetzt Angelgummifisch. Gib mir mal einen Maps. Verrückt, was sich die Köderhersteller für Namen ausgedacht haben. Ich habe auch noch den Hechtkaiser mit. Die Bordensau. Gut. Zwei Hechte hat er gebracht, kommt jetzt ins Museum, ins Angelmuseum. Nee. Ich könnte dir die auch schenken, dann hängst du in den Hechtclub rein. Er hat zwei Hechte gebracht und wird, das nie, ist deine Entscheidung. Wird nie wieder geangelt. Ich würde es natürlich absolut in Ehren, also brauche ich ihn aber in Bilderrahmen, das mache ich dann. Ich schenke ihn dir, ich werde nie wieder damit angeln. Okay, dann fass ihn noch einmal kurz an. Bitte. Dankeschön. Bringt jetzt schon Glück. Bringt jetzt schon Glück. Heinz Blinker. Das hat ihn überzeugt, den Fisch zu beißen. Leute, es war mega schön. Wir haben alle unsere Hechte gefangen. Alle sind glücklich, alles ist top. Doch jetzt geht's auf den 90er Zander. Oder? Habt ihr Bock? Ja, natürlich. Mein Heinz Blinker in Martens privatem Angelhobbyraum, dem Hechtclub. Was will ich mehr? So, hau an. Kannst du mal checken, ob da noch irgendwas wegfliegen kann? 15, also 15 Minis solltest du schon machen. Aber guck einfach erst mal, ob du kannst. Das ist geil. Wir haben hier noch ganz schlammigen Boden, da fühlen die Burschen sich natürlich riesenwohl. Und wir gehen jetzt auf einen ganz steinigen Grund, oberhalb von der Scharkante her. Wie herrlich, die Kante, siehst du richtig? Steilufer. Mischwald. Hier auch ganz wichtig für euch, Schilfkante. Hier Hacki und ich, wir haben ja noch ein zweites Hobby, nämlich die Pilze. Und das ist ein sehr schönes Pilzrevier hier. Kannst Mischwald, sehen, ne? Hier gibt es gute alte Kiefern, viele krause Glucken. Hacki. So, Hacki, gib mir doch mal endlich einen Köder, ich werde hier wahnsinnig. Du. Liegt da, der grüne. Nee, ich warte auch jetzt, dass Hacki hier die Position gefunden hat. Hacki, gib mir mal einen Köder. Du. Geht sofort los. Gummi geht immer, für Hecht und besonders für Zander. Auch die werden hier im Jasmunder Bodden gefangen. Schöne Absinkphase, also super. Die Zander müssen erstmal da sein. Wir brauchen jetzt den einen Fisch. Zander macht sich auch nicht so schlecht in so einer Fischsuppe. Komm, Leute, wir brauchen jetzt ein Wunder. Wunder gibt es immer wieder und dazu noch. Lieder, ne, Hacki, du hattest doch mal so ein schönes Lied, was du immer gesungen hast. So ein schönes Angellied. Wie war das nochmal? Welches meinst du? Du hast den Wattwurm vergessen? Oder am Tag, als meine Rute brach? Am Tag, als meine Rute brach. Als meine Rute. Und wahrscheinlich wird es demnächst ein neues Lied geben. Am Tag, als uns der Sprit ausging. Haben wir was hier? Los geht's. Oh Gott.
Zum Glück haben wir noch den E-Motor. Häng den mal richtig ein, bitte. Fahren in den Hafen, tanken. Hängt der nicht drin? Nee, ich glaube nicht, du. Wo können wir denn hier in Hals-Siegen-Hafen fahren? Nee, zu unseren, da haben wir auch das schöne Essen. Ach so. Dauert jetzt nur 2 Stunden. So, halt mal fest, bitte. Ich muss ihn mal unten runtersenken. Warte, soll ich das machen? Ja, mach mal. Hier raus. Schluss, aus, Ende. Und Pläne schmieden für den dritten Tag. Der beginnt um 8 Uhr früh im Yachthafen Glowe. Es geht raus Richtung Kap Arkona. Aber ich bin ja noch froh, dass wir rauskommen auf die Ostsee. Und wir dürfen hier jeder einen Dorsch fangen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Hagi sagt, hier gibt es doch einen relativ gesicherten Dorschbestand. Das Wetter spielt uns nicht so richtig in die Karten. Aber wir sind ja gestandene Seeleute. Wir werden schon unseren Dorsch fangen hier. Absolut. Denn Martin will Ceviche machen aus Dorschfilet. Und Haki kennt die Plätze, wo die Ostseeleoparden lauern. Kannst dich schon annehmen mit dem Rücken. Alles gut, Leute. Ich hab Seebeine. Guck mal, Horst. Jetzt kannst du mal zeigen, warum du noch amtierender Europameister bist. Hast du den Gummi, hast du die Japan-Gummi vorne weg? Ja, ne? Was haben wir jetzt? 18 Meter? Nein, wir haben 17. Ja. Fisch. Fisch! Fisch. Jawohl! Ausgestiegen, ausgestiegen. Weiter, weiter, wieder runter. Ja, ja. Wir kennen das. Du redest hier mit dem Europameister, Maden. Ich hab doch nur nett gesagt, lass wieder runter. Das ist ungefähr so, als wenn du zu... Weltmeister in meinen Augen. Ja, Weltmeister. Der soll es jetzt bringen hier. 40 Gramm Wurfgewicht. Tickt zu schwer für meine Route eigentlich, aber machen wir es. Angeln auf Kommando. Haki steuert uns auf den Punkt. Und Abflug mit den Ködern. Abflug. Und nicht viel bewegen, die Dinger. Dauert bis der unten. Da hängt er noch. Da hängt er, ja, das ist ein guter. Ja, ja. Oh, Jungs, das ist so nämlich. Jawohl! So nämlich. So wollen wir sie sehen, weißt du. Jawohl, da ist er wieder, der Weltmeister. Der ist gut. Der ist das ist ein meisterlicher Fisch. Hier sind die guten Fische. Hier ist der Dorsch. Ja, ich muss die Bremse nachziehen. Doppeldrill. Doppeldrill. Oh. Da. Also, wenn ich den raus krieg, brauche ich heute keinen mehr. Wie fühlt sich das an? Ach, wie in alten Zeiten. Das sage ich dir doch. Alter, das ist richtige Bombe. Ja! Jawohl! Ja. Die letzten beiden Ostseedorsche, die es noch gibt. Oh, schönes Ding, du. Schöne Kirsche, du. Hallo, Kescher. Oh, Kescher. Kescher. Ja, hier ist er doch. Bügel auf. Ja, ist auf. Ich dreh Dorsch. 2 Prachtexemplare. Ja! Komm mal! Maden! Dorsch, schau her! Stell dich mal an den Halter, bitte. Ist das hier? Also Bügel auf! Diese schönen Fische an! Mindestmaß 35 cm haben die locker. Unverletzt. Oh, wie dick der ist, was? So. Neue Anfahrt, jetzt holen wir uns noch einen richtigen. Ja. Nee, ihr hört jetzt aufhören. Ich muss jetzt nur noch einen. Ja, genau. Jetzt nur alleine. Ja, ihr hört jetzt auf. Wie immer. Ein Dorsch. Ne? Du wartest noch. Jetzt lässt du runter. Und beweg den Köder unten nicht. Halt ihn ganz leicht über den Boden. Haki, komm. Ich muss gestehen, dass ich ganz leicht seekrank geworden bin. Deshalb bin ich auch so still geworden. Erstmal. Alles perfekt sein. Da hängt er doch. Langsam. Ja. Da ist er doch! Der haut da riesen an. Langsam noch, wie ein Weltmeister. Ist es toll? Ja, ist es geil. Ist es toll? Also ich muss sagen, Haki, du bist wirklich ein Profi hier. Und hat uns auf den Spot gebracht. Guck ihn da an. Wunderschöner Dorsch. Steht aber in der Welle, du. Kescher den Horst, Kescher du ihn. Trauer, Heinz, so wie du drillst, müssen wir noch 5 Minuten warten. Ja. Was ein schöner Fisch. Du gibst dir auch einen kleinen, du. Ah, danke. Da ist er. Gar nicht mal so groß. Bügel auf, Heinz. Bügel auf. Mission Dorsch erfüllt, Ceviche gesichert. Nächster Zielfisch, Hornhecht. So alle Huten runterpacken, keine Hute hoch kann stehen lassen, ne? Kannst du werfen? Nee. Wo ist sie hingeworfen? Da stinkt dir bestialisch nachher, nach den Garnelen von deiner Ex-Frau. So, das Wichtige, eigentlich das Motto unserer Reise, 3 Jahre abgelaufene Garnelen von Heinz. Das ist unser Köder. Wir angeln hier mit 3 verschiedenen Methoden. Einmal haben wir Spirulino, Martin angelt mit Spirulino. Also Horst versucht ihm gerade die Montage wieder richtig klar zu machen.
Dann angle ich mit Posenmontage da vorne, mit Garnelen, Fetzen. Hatte ich eben großen Biss, aber der hängt nicht. Und wir angeln mit Blinker und verlängerten Drilling. Hier versuche ich das mal. Ich habe jetzt mal einen Hansen Flash drauf. Lass mich das doch. Und mit kleinen verlängerten Drilling. Oh, der Pose ist weg. Gerade. Pose ist weg. Und da hängt er. Da hängt er. Jetzt hängt er. Oh, jawohl! Auf die Gammelgarnele, ich glaub's nicht. Methode funktioniert schon mal. Da ist er. Vorsicht! Wichtig ist, wird sofort versorgt. Upsala. Na, ist schon ab. Man sieht ja, 3 Jahre abgelaufene Gammelgarnele fängt. Ja? So, mal gucken, ob ich auf dem Spirulino auch was fange. Da muss hängt er doch! Da ist er! Und wieder so ein herrliches Ziel. Hornhecht-Alarm! Der Ostsee-Marlin ist in Beißlaune. So, im Grunde genommen brauchen wir nicht mehr so lange. Oder wollen wir noch mal gezielt auf Meerforelle angeln jetzt, Hagi? Machen wir doch. Genau, wir sind genau da, wo sie sind. Okay. Es gibt auch Angler, die essen keinen Fisch. Das verstehe ich halt gar nicht. Dann kann man sich doch ein anderes Hobby suchen. Das ist Weil das richtig. Ist ja auch ein Fisch, das ist ja auch ein Lebewesen. Und wir essen ja hier praktisch, also wir essen nur den Fisch, den wir selber fangen. Oder den Freunde fangen. Und deswegen angeln wir ja auch. Und das ist irgendwie... Ich finde, das ist ja nachhaltiger, geht's ja gar nicht, wenn du Fisch isst. Sich den selber zu holen, oder? Machst du Ceviche? Ja. Ich mache ich nicht so scharf, aber wenn du ein kleines bisschen Schärfe brauchst. Ich esse alles. Wenn du Heinz Küche überlebt hast seit 13 Jahren, dann kann dein Magen kann nichts mehr erschüttern. Schmeckt alles nach Zitronenpfeffer, ne? Da sind sie. Born to be wild. Oh Mann, oh Mann. Wie viel haben wir? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ist doch perfekt. Und jeder ein Dorsch. Und jeder ein Dorsch. Fischsuppe, Ceviche. Hechtsalat. Und Hechtsalat. Wahnsinn. Hackis, gezupfter Hechtsalat. Ich glaub, ihr Horst muss zupfen, soweit Horst ich das muss zupfen. Hab, ne? Horst ist der super Zupfer. Ja. Zupfenstreich. Zupfenstreich. Die Kiste kann doch wohl einer alleine tragen, oder? Den schmalen Fang. Ich weiß gar nicht, wie ihr alles davon kriegen wollt. Ach Horst, es gibt Ceviche, Fischsuppe und Räucherhechtsalat. Wir haben auch schon mal Hecht geräuchert. Ist uns wahrscheinlich nicht so gut gelungen in so einem kleinen Räucherofen. Und ich habe gerade eben schon mal gekostet. Also Hammer. Ist das geil? Also wirklich Hammer. Auch so schönes, festes Fleisch. Es ist nicht Hammer, es ist die Steigerung von Hammer. Es ist einfach unfassbar. So, und die Frage, wie wir drauf gekommen sind, ist einfach, dass wir gesagt haben, wir wollen alle geilen Fischgerichte der Welt, die überall auf der Welt nur sind, mit unseren Fischen, die wir vor der Haustür fangen, sozusagen zubereiten. Ob das ein Seefisch ist oder ob das ein Fisch ist aus der Ostsee, kannst du die geilsten Gerichte machen. Du kannst die roh essen, du kannst die räuchern, du kannst die braten, du kannst alles machen. Super. Nur Filets essen wir nicht mehr, das ist zu langweilig. Also das erste Mal in meinem Leben, dass ich Fisch zupfe. Aber ihr wisst ja, Hechte haben ja wahnsinnig viel Gräten. Deswegen sind die in der Küche auch nicht so beliebt. Eigentlich bin ich auch nicht so der Hechtfreund. Ich freue mich dann schon mehr auf die Dorsche und Ähnliches. Aber... Wir zupfen jetzt erstmal. Und was bereitest du jetzt vor? So, bei mir geht's jetzt los. Wie gesagt, warst du mal in Peru eigentlich? Nee, ich nicht, nein. In Peru also, war ich nicht. Ceviche ist ja, das ist ja ein unfassbar tolles Gericht, was wir hier machen, was du aus Barsch machen kannst, aus Hecht, aus allem machen kannst. Und wir machen das jetzt vom Dorsch. Das ist praktisch Dorsch, ne? Dorschfilet. Und er wird gegart in Limettensaft. Das wissen ja viele nicht, aber Limettensaft gart Fisch. Soll die Haut auch mit rein zerfleddert werden? Nein. So, schöne kleine Würfel schneiden vom Ceviche. So, Hagi, das ist hier für die Karkassen, genau, sind das, das sind für, die den Fischfond, für den Fischfond. Ja. Ja, den wir jetzt brauchen werden. Ja. Hier sind der kommt ein ja hier rein. Ne? Filets für Martin. Da kommt der Fond rein wahrscheinlich. Ne? Auf gar keinen Fall. Okay. Auf gar keinen Fall. Sag mir, was ich machen soll. Ne? Sag mir, was ich machen soll. Einfach erstmal abstellen. Abstellen. Da drauf auf die Platte. Und dann brauchen wir Strömlinge. So, okay. Weiter geht's. Du hast mich ja gefragt. Ach so, übrigens, alle Informationen zum Film, Rezepte und so weiter, alles unter ndr.de/.
Route raus, der Spaß beginnt. Falsch. Nur Route raus. Route raus kleingeschrieben. Der Spaß beginnt, lass uns helfen. Jetzt haben wir's. Danke, aber du hast Wenn da gar nichts kam. Wenn da gar nichts kam, ne? Es dauert immer. Bei Horst angelt ja auch mit Verzögerung immer. Ne? Aber Koriander ist einfach so ein unfassbar tolles Ding. Aber es gibt eben viele, die es nicht so mögen. Und wie gesagt, auch überhaupt nicht schlimm, oder? Man hat was anderes Grünes. Ja. Was ist noch dein grünen Daumen zum Beispiel? Du hast einen grünen Daumen. Ja, von den Hornhechtschuppen. So, Feuer frei. Und jetzt? Ich will nur einmal kurz machen, damit ich einmal dieses Gefühl, wie das alles eins wird. Mach mal, das ist unfassbar erhaben. Ja. Mach. Langsam. Von der Mitte, in der Mitte auch langsam. Und erheben. Das langsam ist eben ein Fremdwort. Ich kann das auch in Zeitlupe machen. Nebel, Leute, von hinten gelesen, Leben. So, alles gut. Und jetzt kommt die Sahne da rein. Jetzt verfeinern wir das alles mit einem guten Schuss Sahne. So. Hackis Frau Julia und Sigi, der Vater von Marten, lassen sich dieses Route-Raus-Drei-Gänge-Menü auch natürlich nicht entgehen. So geht's los. Okay. Und jetzt direkt auffüllen. Erstmal Sigi. Komm her. Direkt auffüllen. Horst, da darf ich jetzt keine Zeit. Ich mach das. Ist das Dicke unten? Jawohl. Prost. Prost, mein Lieben. Prost. Lass es euch gut schmecken. Ein Hoch auf den Koch. Ein Hoch auf den Koch, ja. Pommersche Fisch. Aber ja nicht vom Essen loben, ne? Pommersche Fischsuppe nach dem Rezept von Oma Martha, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also, ich danke Oma Martha und ich danke dir für diese fantastische Pommersche Fischsuppe. Mecklenburg-Vorpommersche. Und dann wird Marten zu Materia. Wird das die nächste goldene Schallplatte? Ja, unser Lied. Alle müssen ein bisschen. Also ich glaube, ich finde, auf Rügen macht das Leben Sinn. Route raus, der Spaß beginnt. So sollte es schon mal beginnen, oder? Ja. Ja, auf Rügen kann man auch viel lügen. Aber was für eine Melodie haben wir denn? Das machen wir gleich. Okay. Erstmal geht es darum, dass wir uns den einfach merken können. Okay. Im Globerhafen springt der Dorsch. Springt auch nicht der Dorsch. Nee. Sag doch mal was dann. Der Hecht, der Hornhecht. Nee, im Globerhafen springt der Lachs. Horn. Ja, das geht. Ich hab's. Und trink lieber einen Schnaps. Ja, siehste, du passt das schon mit dem Bild. Kein Brandungsangler in der Nacht. Der Brandungsangler. Im Globerhafen springt der Lachs, der Brandungsangler trinkt den Schnaps. Das ist schon sehr schön. Das ist irgendwie poetisch. Da brauchen wir einen Melodieschlenker. Aber euch fällt was ein. Ja. Vor Kap Arkona. Ja. Auf Rügen macht das Leben Sinn. Route raus, der Spaß beginnt. Im Globerhafen springt der Lachs. Der Brandungsangler äxt den Schnaps, der Kreidefelsen wird ganz bleich, weil hier oft der Hering leicht, nie weicht dem Leben so nah, wie beim Sonnenuntergang vor Kap Arkona. Auf keinen Fall. Kannst du lassen? Direkt mal.